Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Bildvideo von mir und heute zu meinem Summoner-Bild beziehungsweise meinem Su-Bild beziehungsweise ich muss mir noch einen Namen dafür einfallen lassen. Ich werde ihn dann vermutlich in den Videotitel schreiben. Naja, wie manche von euch wissen, ich spiele ja Summoner seit Remnant 1, habe ein bisschen Erfahrung damit und das hier ist sozusagen mein Opus Magnum, also das Beste, was ich persönlich aus Beschwörungen in Remnant 2 holen konnte. Und ohne großartig weiteres Gelaber, lasst mich es euch gerne präsentieren. Ihr dürft das natürlich auch liebend gerne verbessern. Wir fangen an mit den Klassen. Okay, da wählen wir als Hauptklasse eine Sache vorweg. Ihr könnt diesen gesamten Bild nachbauen und ihr braucht das DLC nicht. Ich habe das in den Kommentaren mitbekommen und manche von euch, die das Spiel neu haben, haben natürlicherweise den DLC noch nicht im Besitz. Die wissen noch nicht, ob das Spiel was für sie ist und ich habe das natürlich mit einfließen lassen und alles, was ihr hier seht, sind alles Dinge, die ihr im Hauptspiel bekommen könnt. Wollte ich nur kurz anmerken. Als Hauptklasse habt ihr den Helfer auf Stufe 10. Dabei habt ihr die letzte Fähigkeit, die ihr auf Stufe 10 bekommt, den Kampfhund. Wenn ihr den nämlich heulen lasst, macht ihr 20 Meter weit 20% mehr Damage, das für 20 Sekunden. Das zählt für euch und eure Begleiter. Das heißt menschliche Mitstreiter und eure Summons. Ja. Außerdem habe ich den gerne auf Hauptslot, denn dann habt ihr die Fähigkeit starke Bindung, heißt, wenn ihr down geht, kann euch euer Wauwau nach einer gewissen Zeit immer wieder mit eurem Herz wiederbeleben. Das ist praktisch, das ist eine Lebensversicherung. Das ist wie die Brawler-Klasse hier, der Draufgänger. Das ist okay. Und als Sekundärklasse natürlich der Summoner selbst, der Beschwörer. Den auf Stufe 10 und hier wollen wir die Fliege, die könnt ihr auf Stufe 5 freischalten. Ja. So viel dazu schon mal. Der Rest schenke ich mir, weil das erklärt sich von selbst, wenn ihr dann da drüber hovert. Das könnt ihr selbst lesen. Also, hier die Fähigkeit 2 und da Fähigkeit 3. Kommen wir zu der Rüstung. Entschuldigt mich ganz kurz, ich musste was trinken, es ist spät, ich habe einen Frosch im Hals. Als Rüstung, das hier. Ja, wir spielen auf Apokalypse. Ich trage das aus reinen Stylegründen. Ich fand, das sieht ganz schick aus in der Kombi. Ich trage hier den Hut des Westernhelden, weil schicker Hut. Erinnert ein kleines bisschen an den Summoner-Hut. Deswegen aber hat bessere Stats. Und das geknüpfte Set, der Rest. Ihr könnt natürlich schauen, was das Gewicht hier vom Lito-Set und so weiter alles hergibt. Je nachdem, was ihr präferiert. Meine Rüstung ist jetzt nur 180. Aber ihr werdet dann sehen, das ist nicht relevant, denn wir regenerieren unfassbar viel Leben. Als Relikt haben wir das mitschwingende Herz. Das regeneriert 50% unseres Lebens, das auch an unsere Verbündeten weitergegeben wird. Durch unseren einen Ring. Das ist ganz praktisch. Und wir können Overheal damit machen. Sprich, wenn unser Leben voll ist, haben wir eine Lebensregenerationsreserve, die dann angetouched wird, wenn wir Damage nehmen. Und ja, auch dieses Overheal wird an unsere Verbündeten weitergegeben. Also Lichtfragmente, Fernschaden. Ich habe hier alles nur auf makellos. Der Charakter ist noch nicht so weit wie mein Main Character. Deswegen hier ist noch einiges ausbaufähig. Aber wir kommen hier jetzt schon ziemlich wie eine glühend heiße Klinge durch Butter. Also hier alles noch deutlich verbesserbar. Fernschaden plus, Heileffektivität plus. Wir regenerieren wie die Hölle. Wir regenerieren wie die Hölle. Fähigkeiten Schaden plus. Warum Fähigkeiten schaden? Eure Summons sind Fähigkeiten. Der Wauwau ist eine Fähigkeit. Eure Fliege sind Fähigkeiten. Dadurch machen die mehr
Damage. Ja, kommen wir zu der Bewaffnung. Bei der Bewaffnung bin ich heute ein bisschen einen anderen Weg mal gegangen. Da könnt ihr theoretisch das nehmen, was euch am ehesten taugt. Ich habe mich dieses Mal für den Wrangler 1860 entschieden. Ist eine Einzelschuss-Repetierpistole oder Repetiergewehr. So rum. Macht ziemlich gut Damage. Und als Mod Weltraumkrebse. Schleudert ein außerirdisches Ei, das beim Aufprallen platzt und 5 Weltraumkrebse freisetzt. Jetzt würdet ihr sagen, das ist ein Scheiß-Mod. Nein. Weltraumkrebse zählen als Summon, als Beschwörung. Das ist ziemlich gut. Das ist sehr gut. Und sehr, sehr wichtig, ihr wollt als Mutator windende Wunde auf plus 10 haben. Ihr möchtet, dass euer Gewehr, egal welches ihr nehmt, dass dieses Blutungsschaden verursacht. Da kommen wir dann später noch dazu, warum das essentiell wichtig ist. Als Nebenhand oder als Nahkampfwaffe nehmt ihr, was ihr möchtet. Ich bleibe hier bei der Krell-Axt mit verseuchter Klinge plus 10. Wurde schon öfters in meinen Bildvideos besprochen, gehe ich nicht mehr weiter drauf ein. Und einfach aus styletechnischen Gründen, klassischer Western-Revolver plus 20. Nehmt da auch, was ihr Bock drauf habt. Ihr möchtet aber, und das hier ist unfassbar wichtig, das Mod Vertraute. Das bekommt ihr, wenn ihr auf Lossum die Jägerin habt, das ist die auf dem komischen Rehviech, und ihr begegnet die dann, nachdem ihr sie zum ersten Mal zurückgeschlagen habt, in einer kleinen Kapelle, da schläft sie am Boden, und wenn ihr den Traumfänger habt, könnt ihr in ihren Traum eindringen, und wenn ihr sie da killt, bekommt ihr den Vertrauten, also diesen Mod, ihr könnt ihn dann herstellen. Vertraute beschwört einen Vertrauten der Fey, es ist eine Krähe. Und Vertraute ist ein Summon. Ja. Wählt einen zufälligen Gegner innerhalb von 10 Metern. Das ist uns vollkommen egal. Aber die Krähe ist so heftig overpowered. Wenn die aktiv ist, ihr könnt nicht sterben. Sie macht so viel Schaden. Ihr regeneriert so unfassbar viel Leben dadurch. Das ist euer Panikbutton. Wenn ihr es mal braucht. Oder wenn ihr Unzerstörbarkeit braucht. Ihr könnt lediglich gewonshottet werden. Und das ist halt dann wirklich, also ihr solltet dann schon nicht einfach wie ein Holz in der Gegend rumstehen. Und das ist unwahrscheinlich, dass das passiert, weil, ja. Als Mod habe ich hier Totenstille drauf. Durchgehendes Zielen erhöht den Fernschaden um 20% für 3 Sekunden. Wenn ihr was anderes habt, nehmt, was ihr wollt. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Aber hier ist es wirklich nicht wirklich relevant bei meinem Setup. Ich brauche den Rückerstatt oder sowas gerade nicht, denn ja, wir haben ein Summoner-Bild. Man hilft nur bei mit seinen Schüssen. Schaut einfach, was ihr wollt. Also bei meinem Bild hier ist es nicht wichtig. Wenn ihr andere Waffen benutzt, schaut ihr, was euch taugt. Okay. Das wäre die Bewaffnung gewesen. Kommen wir schon zum Schmuck. Bei den Schmuckstücken. Und jetzt wird es heute interessant. Da haben wir Ring des Vollmonds. Fernschaden verursacht Lebensraub. Lebensraub wird mit unseren Verbündeten geteilt. Da kommen wir gleich dazu. Verursacht Lebensraub in Höhe von 3% des verursachten Basisschadens. Also, wenn wir schießen, überleben wir und unsere Verbündeten. Bei voller Gesundheit, was wir nahezu immer sind, weil wir haben eine absurde Lebensregeneration, machen wir 20% mehr Fernkampfschaden. Hier, jetzt das Herzstück. Bürdenring des Göttlichen. Verursacht der Gesamtschaden des Trägers wird um 10% verringert. Das hört sich erst richtig, richtig schlimm an. Aber das ist verschmerzbar. Denn 50% der Selbstheilung, also alles, Herz, Lifestyle, Regen, alles, wird mit unseren Verbündeten geteilt. Alles. Und auch unsere Verbündeten.
Die heilen uns natürlich dann auch, da kommen wir noch dazu. Das kommt gleich noch. Dann blutgefärbter Ring. Erhalte 2 Wiederherstellungen der Gesundheit pro Sekunde, wenn du dich im Umkreis von 25 Meter einer blutenden Entität befindest. Unser Hund, wenn angreift, macht immer Blutungsdamage, wenn er beißt. Wenn er was erwischt, macht er Blutungsdamage. Sollte unser Wauwau mal wo nicht hinkommen, weil er kann ja nicht fliegen, ist ja nur ein Hund. Deswegen windende Wunde, dass wir auch dann den Blutungsdamage auslösen. Und Blutungsdamage heilt uns und unsere Verbündeten. Also auch nochmal ein Punkt obendrauf, wir regenerieren wie Arsch. Wir regenerieren so viel Leben wie Arsch, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Dann habe ich den Ring der Gnade. Schaden erleiden stellt 15% der maximalen Gesundheit über 10 Sekunden wieder her. Wenn uns was trifft, who cares, wir regenerieren noch mehr. Und wenn wir uns heilen, heilen wir unsere Verbündeten. Und hier kommt das, dass sich unsere Verbündeten auch lohnen. Beschwörter Lebensraub, also unsere Summons haben Lifesteal. Ihr Schaden, den sie zufügen, 5% davon bekommen wir. Gut geschrieben, als Leben. Wir sind fucking unzerstörbar mit diesem Bild. Nahezu. Also One-Shot oder herzlichen Glückwunsch, wenn du damit stirbst. Wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich saß ewig darüber und es funktioniert toll. Na gut, kommen wir noch zu den Eigenschaften. Eigenschaften sind diesmal wieder ein bisschen eine knappe Geschichte. Ich hoffe auf DLCs, denn dann wird dieser Bild noch viel effizienter, aber so ist er auch schon wirklich fantastisch. Wir haben 6 Punkte in Munitionsbonus von Munitionsreserven. Wir haben 10 Punkte in Verschanzen. Blutsverwandtschaft haben wir Maximum, weil wir haben sie auf 10. Das ist die angeborene Eigenschaft des Hundetrainers. Neubewuchs auf 10, die angeborene Fähigkeit des Summoners. Notfallbehandlung 10 Punkte. Vitalität 10 Punkte. Kondition haben wir irgendwo hier einen Punkt, keine Ahnung, gibt's geschenkt. 10 Punkte in Mod-Aufbaurate, denn wir wollen oft unsere Krebse und auch sehr, sehr häufig, wenn es denn nötig ist, unsere Krähe einsetzen. Das hilft uns sehr. Expertise, -6% Fähigkeitenabklingzeit. Sollte mal einer unserer Summons down gehen, was unwahrscheinlich ist, darum habe ich da auch nichts investiert drin. Haben wir eine schnelle Wiederaufbaurate. Für den Hund ist es übrigens irrelevant. Nur für seine Fähigkeit. Der Hund kann ja nicht wirklich sterben. Du kannst ihn ja wiederbeleben. Dann haben wir Rindenhaut. 10% verringerter Schaden. Dadurch ist Gesamtschaden gemeint. 10 Punkte in Blutsbande. Unsere Summons nehmen 10% des an uns verursachten Schadens auf sich. Und da wir einen konstanten Austausch von Life Regen haben, ja, Lebensversicherung, dieser Skill, eine Lebensversicherung. Dann habe ich noch 10 Punkte in Schroff, damit unsere Summons 100% mehr Leben haben. Und natürlich 10 Punkte in Vampir, weil Lebensraub, ihr merkt schon, was muss ich groß erklären? Na gut. Kommen wir zum Gameplay. Es wird Zeit. Und ich bin sehr, sehr stolz auf diesem Bild. Wenn er euch übrigens gefällt, denkt gerne an ein Like. Würde mich riesig freuen. Okay, und jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Ja, da wären wir. Und wie ihr seht, heute sind wir mal auf Yaesha. Denn ich möchte es auch hier basic halten, damit man sieht, wie der Build sich im Hauptspiel schlägt. Wir haben ja den ganzen Build nahezu aus Sachen, naja, ausschließlich aus Sachen aus dem Hauptspiel gemacht. Und da fand ich es irgendwie passend, dass wir auch im Hauptspiel den ganzen Build mal austesten. Anmerkung: Ich habe hier schon mal etwas vorgelaufen. Und wir haben einen der denkbar ungünstigsten Bosse für diesen Build. Aber das werdet ihr dann sehen, weil das ist gut. Das ist sogar sehr gut, weil dann sehen wir, wie sich dieser Build
bei einem Boss schlägt, der nicht optimal ist und wie lange das wir da brauchen und wie gut, dass wir uns schlagen. Aber das seht ihr dann. Also, Vorbereitungen sind getroffen, Wobbles sind beschworen, Wauwau ist durchgeladen. Jo. Krebse auf Anschlag und Krähe ist sowieso da. Schauen wir mal. Haben wir mal irgendwo einen freiwilligen Gegner? Möchte uns mal jemand hauen? Hier Okay, oben ist da was. bin es. Hallo. Wobbles, tötet. Und wie ihr oben rechts am Bildschirmrand seht, ich muss es ja immer wieder erwähnen, ja, wir spielen auf Apokalypse. Und ja, wir scheißen auf den Damage, den die uns machen. Wir heilen einfach gegen. Hi Rehe. Bye Rehe. Krebse! Tötet! Ah, ein Bogenschütze. Oh, er hat mir wehgetan. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Oh hey, Wird jetzt es wird's aber schwierig. kritisch. Oh nein. Ja, ich weiß, das war selten dämlich, was ich jetzt gemacht habe, aber ihr seht's, ich stand einfach nur da, auf Apokalypse. Ich habe das bewusst volle Rotze weggetankt. Und ich bin schon wieder bei Full Health und habe mich einfach durch Sachen geheilt. Nicht mal durchs Herz. Durch den Bild selbst. Ja. So muss das doch. So großartig. Und der ist noch nicht mal fertig. Der ist ja noch nicht mal komplett geschliffen in meinem Fall. Ich habe nur 8 Herzen und ich habe die Relikte noch nicht auf Maximum. Aber ihr seht, er rockt ja jetzt schon. Schaut sie euch doch an. Dankeschön. Hier. Wir helfen mal, aber die kommen ohne uns zurecht. Wenn die sich ein bisschen wehtun, das ist überhaupt nicht schlimm. Sie bekommen ja von unserem Life Regen. Der Hund bringt Dinge zum Bluten. Der gibt uns noch mehr Life Regen. Wir regenerieren so viel. Es ist einfach so krass. Hier sind beide full healed. Einfach so. Es ist abstrus. Ich hätte es nicht gedacht, dass du wirklich. Ich spiele gerade wie der letzte Behindi, aber dass du da dich so gehen lassen kannst. Es ist so schön. Es ist einfach schön. Du vergisst regelrecht, dass du auf Apokalypse spielst. Hier, auch vom Damage her, du kannst dich nicht beschweren. Er ist okay. Wenn mal eine Elite kommt, na und? Genau, beiß in die Eier ab, Hund. Also, ich bin absolut fasziniert. Den muss ich mir wirklich merken, den Bild. Also, ich möchte mich nicht selbst loben, aber wenn ihr ihn verbessert, lieben gerne. Verbessert es, macht es noch schlimmer, das Bild. Macht es noch besser. Ihr habt hier eine fantastische Grundlage. Was ihr zum Beispiel noch tun könnt, eine bessere Ausrüstung anziehen als ich, also eine bessere Rüstung. Bei mir ist es ja wirklich nur Style. Ich möchte halt nicht immer nur mit demselben Scheiß rumlaufen. Das wird euch natürlich noch mehr Survivability geben. Der Rest. Also vom Überleben her kann man nicht klagen. Eure Begleiter. Wenn da mal einer drauf geht, mittelschweres Wunder. Also sie müssen gewonshottet werden. Sind wir realistisch, sie müssen gewonshottet werden. Ja. Und ich würde sagen, das sollte als Beispiel reichen. Wir springen mal zum Boss. Okay, da wären wir beim Boss. Es ist der Bogenschütze, gleich mal vorweg. Ihr seht da oben auf der Minimap ist ein Kreuz. Ich habe mich krepieren lassen, weil sonst wäre der Boss weg gewesen. Ich wollte nur schon mal schauen, wie es denn so läuft. Und läuft ganz gut. Dann holen wir mal die beiden Wobbles her. Der Wauwau ist auch ready. Auf geht's. Vorher würde ich sagen, noch mal kurz ein Herz reinzischen. Oh, die alles, was wir haben.
Tja, ihr seht, wir nehmen nicht wirklich Damage, und wenn, es ist sowas von fucking wurscht. Entschuldigt mein Geräusch, es war ein langer Tag, meine Stimme ist schon ein bisschen im Arsch. Tja. Da. Und ich muss es nochmal betonen, das hier ist ein Bild, der auf Survivability ausgelegt ist. Also, insofern euch etwas nicht one-shottet. Ja, ihr überlebt ewig. Urzeitkrebse. Oh. Wow, wow. Man erreiche mir meinen Hund. Dankeschön. Ein bisschen feige ist er ja schon, ne? Da ist er wieder. Ah, müssen wir noch mal die extra Runde gehen. Holen wir mal die Krebse raus. Wow, wow. Dankeschön. Jo! Wundervoll. Einfach wundervoll. Also, ich kann es noch mal anmerken. Ihr braucht etwas mehr Geduld als bei anderen Builds, aber wie ihr seht, es ist echt schwer, euch umzubringen. Solange ihr genug Herzen habt, was in meinem Fall noch nicht mal vollkommen ausgearbeitet ist. Eure ganzen Begleiter, die halten euch am Leben. Bosse ist so das Einzige, wo ihr ein bisschen vorsichtig sein müsst. Wenn ihr euch mit der Klamotte unwohl fühlt, ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen. Ich trage das aus Stylegründen. Und ja, oh, Loot. Würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr hier wart. Und viel Spaß beim Bild nachbauen. Wenn es euch gefällt, denkt bitte an ein Däumchen. Bis zum nächsten Mal dann, ja? Bleibt gesund. Tschüss.